Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe Herzgesunde Ernährung. Wir sind heute wieder zu Gast bei der Expertin Frau Renate Ixmeier. Hallo. Hallo, Frau Ixmeier. Und was haben Sie heute Interessantes? Heute möchte ich mal ein etwas moderneres Gericht vorstellen. Ja. Und zwar ist ja Wokgemüse bei vielen Leuten in, weil man einfach ganz schnell kochen kann. Und wir machen eine scharfe Gemüsepfanne heute. Dazu habe ich vorbereitet, wir haben Kohlrabi. Ja. Den habe ich schon mal geschnitten. Der ist schon mal los. Dann haben wir Karotten, haben Pastinaken. Und zu dem Kohlrabi aber wollte ich schnell noch was zeigen. Wenn man den nämlich, wenn man einen großen hat und man hat ihn einmal in der Mitte schon oder geviertelt, dann kann man hier oben mit dem Messer ansetzen und dann zieht sich hier das meiste von der Haut ganz einfach mit ab und man kann es dann mit klein schneiden. So wie die Stifte hier sind, machen wir auch die Karotten und die Pastinaken. Und dann habe ich noch dabei den Pak Choi. Der wird bei uns jetzt auch angebaut, ist aus Asien gekommen, ist durch das Wokgemüse eigentlich bei uns auch bekannt geworden. Hat eine ganz kurze Garzeit, den werden wir dann erst ziemlich am Schluss reingeben. Jetzt brauchen wir die Karotten, die Pastinaken, den in möglichst gleichmäßige Stifte, genau. Ich heiz schon mal hier die Platte wieder an. Geb Rapsöl in die Pfanne. Beim Anbraten immer das raffinierte Rapsöl nehmen, um die wertvollen Vitamine nicht zu zerstören. Und bitte auch immer einen Löffel zum Abmessen des Öls nehmen, damit Sie auch wissen, wie viel Kalorien Sie hier reingeben. Ein Löffel für ungefähr 120 bis 150 Kilokalorien. Angebraten werden zuerst die Zwiebeln und Knoblauch. Gib hier mal zwei Löffel, drei Löffel Zwiebel rein. Zwiebeln kann man nie zu viele haben, auch Knoblauch. Wir haben ja hier sehr viele bioaktive Substanzen drinnen, die für unser Herz oder für unser Herz-Kreislauf-System sehr von Vorteil sind. Die Blutflüssigkeit wird verbessert durch die Stoffe, die drinnen sind. Und da können wir immer ausreichend reingeben. So, bis die Zwiebeln etwas angegangen sind, würde ich dann als nächstes nämlich die Karotten reingeben, denn die Karotten haben eine längere Garzeit als die anderen, als die Kohlrabi. Okay. Und dann geben wir, wenn die Karotten gerührt sind, die Kohlrabi zu und dann die Pastinaken und am Schluss machen wir den Pak Choi mit rein. Ja, gewürzt wird das Ganze heute nicht nur mit Salz und Pfeffer, sondern etwas exotischer. Ich habe eine Kokosmilch dabei und die Currypaste, die gibt es in grün und in rot. Ist also eine fertige Würzpaste aus der asiatischen Küche, die einfach wirklich eine Schärfe reingibt und mit der Kokosmilch sehr gut harmoniert und einen ganz anderen Geschmack mal auf unseren Teller bringt. Und wir haben einfach wunderbares Essen dann. So, ich hole mir mal die Karotten. Ja, Wok heißt ja pfannengerührtes Gemüse. Sie brauchen keinen Wok dazu. Sie können das in Ihrer ganz normalen Pfanne auch machen. Vielleicht haben Sie so wie ich eine mit einem höheren Rand, wo ein bisschen mehr reingeht. Ich glaube, auch mit einer Pastinake sind wir gut bedient. Das reicht uns. Wenn das angerührt ist, einfach nur Pfannen rühren. Gibt, glaube ich, als nächstes die Pastinaken dazu. Und ganz am Schluss den Kohlrabi. Und ganz am Schluss, stimmt nicht, ganz am Schluss geben wir unseren Pak Choi mit rein. Gehört also auch zu den Kohlgewächsen, ist ähnlich, vielleicht wie der Chinakohl. Ja. Von der Verwandtschaft her ist nur viel zarter auch. Und ist wirklich ein tolles Gemüse, das man gut im Garten anbauen kann mittlerweile auch bei uns. Wenn Sie es kaufen wollen, auch im Knoblauchland oder aus Albertshofen aus der Ecke, wird dieser Pak Choi mittlerweile angeboten. Ja, überraschen Sie Ihre Familie doch mal mit einem exotischen Gericht. Sie werden es Ihnen vielleicht danken und Sie bekommen Ihre Kinder und Männer auch dazu, dass sie lieber und mit mehr Appetit das Gemüse essen. Dann geben wir den Kohlrabi mit rein. Sie könnten den Pak Choi schon mal schneiden. Von vorne her. Ja, und die Blätter dann am Schluss. In der Größe? Nee, auch so in Streifen nur. Okay. Das ist, quer in Streifen? Genau. Okay. Genau so.
nächstes gebe ich von der Currypaste schon rein. Denn wenn die jetzt hier mit angebraten wird, hat sie auch einen guten Geschmack. Wie gesagt, es gibt die grüne und es gibt die rote. In der roten sind die Chili-Anteile ein bisschen höher. Aber diese Schärfe ist sehr angenehm mit der Kokosmilch. Wenn Sie nur, vielleicht kennen Sie das Problem auch, wenn man mal Kokosmilch verwendet, dass die Dose eigentlich immer viel zu groß ist für das, was man verbrauchen kann. Bleibt immer ein Rest übrig. Also ich schüttel es immer mal kräftig durch und nehme dann die Hälfte für mein Gericht und die andere Hälfte gefriere ich ein. Okay. Und wenn ich weiß, ich möchte es wieder machen oder die Portion, die ich brauche zum Kochen, dann hole ich mir aus der Gefriertruhe wieder raus. Mhm. Und dann hat man auch oben setzt sich ja immer gern die Fettschicht ab. Dann hat man das ein bisschen besser verteilt noch mit drinnen. Mhm. Riechst du schon? Ja, super lecker. Also die Currypaste ist einfach was ganz Feines. Mhm. So, und jetzt gebe ich noch den Pak Choi mit rein. Die grünen Blätter würde ich erst zum Schluss dann reingeben, wenn es durchgeköchelt hat. Denn wir müssen es trotz allem jetzt eine Zeit lang vor sich hin köcheln lassen, das unterrühren, damit auch bis fest wird das Gemüse. Ja. Ist immer abhängig davon, erstens mal, wie jung das Gemüse ist. Ja, umso jünger, umso zarter, umso kürzer ist die Garzeit und natürlich auch, wie sie schneiden. Ich sage immer, scharfes Messer verleitet einen dazu, dass man einmal öfter hinschneidet, dann habe ich hinterher auch nur die halbe Garzeit. Ja. Wenn ich ein stumpfes Messer habe, schneidet man vielleicht eher grob, dann ist die Garzeit auch etwas länger. Aber schaut nicht schon lecker aus? Ja, ein farbliches, interessantes Arrangement. Ja. Grün und die Karotten. Ja. Jetzt gehen wir noch von der Kokosmilch drauf. Es sind natürlich keine Grenzen gesetzt, was man da reingeben möchte. Mhm. Kann ich mir jetzt genauso gut noch einen roten Paprika im Sommer drinnen vorstellen, der einfach das farblich noch abrundet. Aber beim Paprika bitte auch darauf achten, wenn Sie mit reingeben, Paprika nicht verkochen, denn sonst wird das Fruchtfleisch weich, die Schalen rollen sich dann, liegen bei Ihnen im Magen, Sie kauen es nicht mehr richtig und machen Verdauungsbeschwerden. Drum immer ganz am Schluss erst den Paprika reingeben, nur kurz garen, damit Sie ihn auch kauen müssen und dann macht er Ihnen auch keine Verdauungsprobleme. So, man kann, wenn man möchte, noch ein bisschen abschmecken mit Sojasauce, ein bisschen Salz und Pfeffer. Ich würde weiter gar nichts dazugeben mehr, denn die Currypaste hat ja schon Gewürze in sich. Mhm. Und wenn es weich gegart ist oder wenn es bissfest ist für uns, dann geben wir noch den restlichen Grünanteil mit drauf und dann sind wir schon fertig mit unserem Gericht. Wunderbar. Ja, und bei der herzgesunden Küche sollte man ja eh mit Salz sparsam umgehen. Ne? Und dann ist das, denke ich mal, so perfekt gewürzt. Genau. Wichtig ist bei der herzgesunden Ernährung, sind Sie sparsam mit Salz. Achten Sie auf die richtigen Fette und Öle in Ihrer Ernährung. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Omega-3-Fettsäuren haben, wie sie zum Beispiel in unserem Rapsöl vertreten sind, die Alpha-Linolensäure, aber auch Omega-6. Sie brauchen dann das richtige Verhältnis. Sie machen eigentlich mit unseren heimischen kaltgepressten Ölen immer alles richtig und tun Ihnen Ihre Gesundheit sehr viel Gutes. Bitte achten Sie darauf, dass Sie abwechslungsreich essen, von nichts zu viel und von nichts zu wenig. Dann sind Sie eigentlich immer auf der sicheren Seite. So, ich schalte aus und dann können wir schon gleich anrichten. Also farblich mit dem Grün hier nochmal drauf, sehr schön, ne? Und wir waren jetzt auch wieder super schnell. Wir waren super schnell. Man könnte jetzt hier in der Zwischenzeit, bis das fertig ist, noch einen Reis nebenbei garen oder sich einen Couscous dazu machen. Ja. Dann hat man ein tolles Essen. Ja. Man hat nur eine Pfanne schmutzig hinterher. Genau. Das muss man ja auch immer sagen. Mhm. Denn zur herzgesunden Ernährung gehört natürlich auch eine stressfreie Lebensweise. Das ist ja das, was die mediterrane Ernährung auch auszeichnet. Ja. Und für mich ist das dann stressfrei, wenn ich die Pfanne zum Spülen habe und das war's dann. Genau. Ich hole den Teller. Dann richten wir mal an. Ich finde immer so, Gemüse schaut toll aus in einem schönen großen Teller, wo gar nicht viel Platz für anderes ist durch die Rundung. Dann gebe ich den hier mit rein. Ja, vielleicht der Hebel, ungeeignete Gerät dazu. Nehmen wir lieber eine
großen Löffel. Das haben wir auch von der Soße mit reinbekommen. Mhm. Jetzt riecht das Kokos auch. Habe ich gerade einen Hauch bekommen. Einen Hauch abbekommen. Mhm. So. Ich würde unseren Rand ganz gerne noch ein bisschen sauber machen, wo ich am Anfang nicht aufgepasst habe. Dann schön angerichtet. Regt den Appetit ab. Das Auge isst mit. Das ja. Auge isst mit. Genau. Jetzt haben wir hier in kurzer Zeit ein Gericht gezaubert, was schnell nachzukochen geht. Und der Frau X-Mal und mir bleibt nur noch zu sagen, wir wünschen einen guten Appetit.